bei jedem. Wer ist am besten, der danach sagst, wäre bloß heute nicht gekommen. Da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Das ist eine einmalige Chance. Dann ist das der FC Bayern und man hat vor 4 Wochen gegen die sehr, sehr gut ausgesehen und hat jetzt einfach sich sehr viel vorgenommen. Von dem war zu spüren irgendein großer Respekt. Und das hat die Mannschaft irgendwo gehemmt. Also so war das Finde für mich draußen auf der Bank. Wenn du eigentlich gehemmt bist, bist du auch nicht spritzig, bist du nicht so lauffreudig, hast auch nicht die Spielfreude, also musst du das alles hart erarbeiten. Dann die Aktion zum 1-0, wo dann, ja, wir tun individuelle Fehler, wobei alle Gegentore individuell sind. Und das darfst du einfach gegen den FC Bayern nicht machen. Du musst dich der Situation stellen, man muss sie analysieren und dann die Lehre rausziehen. Und morgen geht es dann wieder ganz normal Mannschaftstraining, zielgerichtet auf Gladbach. Schieber hat Qualität und Schieber wird einen Schritt machen. Dann wird noch ein wichtiger Spieler für den VfB. Ich denke mal, wenn er gestern jetzt von Anfang an gespielt hätte, hätte man ihm keinen Gefallen getan. Beim Dresch, da muss man. Man hat gestern einfach auf, der Bocker hat auf der Position schon sehr, sehr gute Spiele gemacht, hat sich jetzt im Training auch gut angeboten, durch gute Leistungen im Training und am Bocker den Vorzug gehabt. Mut hat uns nicht verlassen, aber man hat einfach jetzt so entschieden. Aber wir werden mit Sicherheit auch weiterhin auf unseren Nachwuchs setzen. Zur Erklärung an die Mannschaft war es einfach so, dass wir uns bewegen, weil jeder, wenn man 4-4-2 jetzt aufmalt, sind es, wenn ich da lauter jeden Spieler mit dem anderen verbinde, sind es lauter Dreiecke. Und wenn man genau drauf guckt, noch auf das Papier, sieht es aus wie ein Spinnennetz. So. Gestern Bayern die Spinne und hier die Fliege im Netz. Und wenn sie ja recht machen, muss man auch sagen. Markus ist der Chef einfach, der Teamchef. Und wir besprechen eigentlich vor der Einheit im Trainerbüro, was wir für die Ziele von der Einheit haben. Und dann kommen die Vorschläge und setzt das um auf den Trainingsplatz. Unmöglich macht. Ja, das belastet mich gar nicht. Da mache ich mir keine Kopfzerbrechen. Also das ist über ganz andere Ebene, wird ja das diskutiert. Und von da steht der Markus auch drüber. Markus Babbel ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, weil 16 Jahre Fußball, 17 Titel, also die holt nicht einfach und dann, was der alles schon mitgemacht hat, an so einem kann ich nur hochschauen. Und ich denke auch, der macht es wirklich sehr, sehr gut. Es ist einfach einer, wo für einen Trainerberuf sehr gut ist. Also der wird mit Sicherheit seinen Weg machen. Das ist Bundesliga. Die Bundesliga ist ein Wochengeschäft. Wir diskutieren über Sachen, wo in 5 Monaten sind. Da fange ich gar nicht an zu diskutieren. Mario hat beim VfB Vertrag und noch einen Vertrag erfüllen.